Hallo und herzlich willkommen zu unserem vierten AWT-Tutorial. Wir werden uns in diesem Video mit der Werkzeug- und Materialdatenbank beschäftigen. Diese Option ist bei allen VMX-Maschinen standardmäßig mit integriert. Über die Werkzeug- und Materialdatenbank hat der Bediener direkt an der Maschine die Möglichkeit, allen Programmen, die er schreibt, ein Material zuzuordnen. Das hat den positiven Effekt, dass später aus einer Datenbank für jedes Material spezifische Schnittwerte generiert werden können. Wie ich als Bediener hier Materialien anlegen kann oder neue Werkzeuge mit verschiedenen Schnittdaten für verschiedene Materialien definiere, werden wir uns im folgenden Part direkt an der Konsole anschauen. Durch die Nutzung der Werkzeug- und Materialdatenbank haben Sie die Möglichkeit, Ihre Programmierung zu vereinfachen und zu standardisieren. Durch diese Option können Sie einzelnen Werkzeugen für unterschiedliche Materialien unterschiedliche Schnittwerte zuweisen. Durch dieses Feature haben Sie die Möglichkeit, auch zersparnungsunerfahreneres Personal prozesssicher durch die Programmerstellung zu leiten. Grundlegend ist es für die Nutzung der unterschiedlichen Schnittwerte entscheidend, welches Material in den Eigenschaften des Programms ausgewählt wird. Wenn Sie Ihrem aktuellen Programm ein neues Material definieren wollen oder Sie Ihre vorhandenen Materialien nacheditieren müssen, können Sie dies über die Taste Zusatz in der Werkzeug- und Materialdatenbank tun. In der Registerkarte Materialien haben Sie hier zunächst eine Übersicht aller bereits angelegten Materialien. Standardmäßig ist lediglich das Material unspecified hinterlegt. In dieser Liste haben Sie die Möglichkeit, über die verschiedenen Softkeys entweder ein neues Material hinzuzufügen, ein bestehendes Material nachzueditieren oder dieses zu löschen. Ob Sie Ihren Materialien Normbezeichnungen geben, wie bei diesem 1.4404, oder Bezeichnungen nach Materialklasse AL-MG-SI-PB05 ist dabei völlig unerheblich. Als nächstes legen wir uns nun gemeinsam ein neues Material über den Softkey F1 an. Diesem Material geben wir den Namen 42 Chromo 4 und können anschließend im Eingabefeld Hinweis weitere Informationen wie zum Beispiel den Lieferanten definieren. Über den Softkey F8 Ausgang haben Sie die Möglichkeit, zurück in die Werkzeug- und Materialdatenbank zu wechseln und anschließend nach Auswählen des gewünschten Materials mit dem Softkey F5 das Material für unser Programm auszuwählen. Nun erscheint eine Hinweismeldung, die uns fragt, ob die Vorschübe und Drehzahlen in allen Datensätzen mit den Vorgaben des Werkzeuges definiert werden sollen. Wir können diese Hinweismeldung mit Ja bestätigen. Nun haben wir für unser Programm erfolgreich das Material 42 Chromo 4 ausgewählt. Überprüfen können Sie jederzeit Ihr Material auch über die Taste Eingang im Programmmanager unter dem Softkey F6 Programm Eigenschaften. Nun haben wir zwar dem Programm ein Material zugeordnet, wir benötigen allerdings nun natürlich auch noch ein Werkzeug, dem wir für dieses Material Schnittwerte hinterlegen können. Wir nutzen für unser Beispiel einen Schafffräser mit dem Durchmesser von 12 mm, der als Werkzeug 2120 definiert ist. Unser gewünschtes Werkzeug können wir über die Taste Eingang in der Werkzeugübersicht F2 und dem Werkzeug Einrichten F2 definieren. In dieser Übersicht sind nun bereits Schnittwerte hinterlegt. Diese gelten jedoch lediglich, wenn als Material für das entsprechende Programm unspecified ausgewählt ist. Über den Softkey F7 weiter und den Softkey F1 erweiterte Werkzeugeinstellungen haben Sie allerdings nun in der Registerkarte
Vorschub und Drehzahl, auch die Möglichkeit für unser Beispielmaterial 42 Chromo 4 bestimmte Schnittwerte zu hinterlegen. Wenn wir nun beispielhaft für unser Material eine Schnittgeschwindigkeit von 180 Meter die Minute sowie einen Vorschub pro Zahn von 0,08 mm definieren, sind dies unsere Basiswerte, falls dem Programm das entsprechende Material zugeordnet wurde. Beginnen wir nun mit der Programmierung des Werkstücks über die Taste Eingang und dem Software F3 Werkstückprogrammierung, können wir in unserem gewünschten Datensatz, zum Beispiel Fräsen, Kreisfräsen, unser Werkzeug definieren und haben als Vorgabewerte die Werte mit unserem entsprechenden Materialfaktor. Das war unser Clip zum Thema Werkzeug- und Materialdatenbank. Ich hoffe, Sie können dieses Feature der Steuerung nun sinnvoll in Ihren Arbeitsablauf integrieren. Wenn Sie noch Fragen zur Werkzeug- und Materialdatenbank haben, können Sie uns jederzeit gerne eine E-Mail an abt@wurko.de schreiben oder Sie gehen direkt über unsere Internetseite www.wurko.de auf den Punkt Support und wenden sich über dieses Medium an unsere Anwendungstechnik. Ich hoffe, Sie auch im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, viele Grüße aus der ABT.